So, meine Freunde, herzlich willkommen bei New Super Luigi. Wir sind hier im Limonaden-Dschungel 7 und zwar bei Wickler Wettlauf. Laufen wir um die Wette, wa? Ich hoffe, wir werden nicht überholt von diesen Gänseblümchen-Würmchen. Gänseblümchen-Würmchen. Und es haben sich einige Leute beschwert. So ungefähr, Zero, sammel doch mal die... Scheiße, kommt da Gift, ey! Holy fuck. Sammel doch mal die Secret Luigis mit uns ein, weil wir sehen die und du ver... Wow, wow, wow! Du verpasst die alle, wie es aussieht, aber... Nee, nee, Leute, ich verpasse die nicht. Ich bin einfach... Okay, wie soll ich da reinkommen, ey? Spring! Spring! Okay, das wird nix. Wir gehen doch durch die Röhre. Ab durch die Hecke. Und ab durch die Röhre, ja gesagt. Deswegen, die Secret Luigis wollte ich doch ganz gern suchen. Und wie komme ich da... Danke. Danke. So. Yo! Ich hab gedacht, da wäre was. Na, aber nein! Das war so ein hässlicher Wickler. Und das Gift kommt! Oh. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Wickler. Nein! Warum bist du weg? Oh, scheiße. Ich bin gleich Game Over, ne? Oh, oh. Da muss ich wieder gleich Offscreen-Scheiße machen, ey. Das heißt... Bad things happens to me und so. Wickler Wettlauf, die dritte jetzt. So, und jetzt hoch da. Bitte, jetzt keine Fails, ey. Wir können jetzt keine Fails uns erlauben, Luigi. Das ist ja hoffentlich klar. Deswegen einfach nur hoch, ey. So, die vielleicht noch mitnehmen. Das wäre vielleicht ganz chillig. Da haben wir wenigstens ein Power-Up, vernünftiges. Und, nein, ich krieg's nicht hin, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Power-Up. Und zwar die Eichel. Ja, meine Eichel. Oh Mann, Wickler. Oh, jetzt komme ich. Ich komme schon wieder nicht an die Starcoin ran, ey, weil er die scheiß Koopa meint umzurennen, ey. Danke, Wickler. Danke. Ich freue mich jeden Tag erneut, dich zu treffen. Wie komme ich jetzt sonst hoch? Scheiße, schnell. Schnell, schnell, schnell. Einfach hoch. Einfach hoch. Egal wie. Ich will da hoch. Scheiße. Scheiße, die Starcoin. Die muss ich irgendwie haben. Okay. Nein, das war Fehler. Das war Fehler, oder? Oh, Wickler. Danke. Ihr seht schon, hier ist Dramatik pur in diesem Level. Und ich habe kein Luigi-Secret gefunden. Wo soll das sein? Mir gehen die Level irgendwie zu schnell. Oder ist das hier noch irgendwo? Jetzt war ohne Flachs. Das war jetzt geraten. Das war jetzt geraten. Ich spring da einfach hin. Und dann ist der hier. Oh Gott, das war geil. Okay. Pure motherfucking madness. Gut, würde ich sagen, haben wir das Level auch nochmal hingekriegt. Wir sind fast vom Game Over zwar gewesen, aber... Ne, wir haben es irgendwie doch gemadet. Wie Luigi schon sagte. Gut, wollen wir mal jetzt in, ich glaube, Iggy was, Iggys Festung hineingehen. Da gucken wir einfach mal, was der für uns so hat. Deswegen, wie heißt es denn? Kettentherapie in Iggys heißt es... Yo, ich gehe gleich in Therapie hier. Therapie, genau. Ich gehe hier ins Terrarium rein, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Das war ein heißer Hintern, ey. Das, keine heißen Sohlen, das war ein heißer Hintern. Deswegen habe ich mir den Arsch verbrannt. Mann, 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 Mann. Das wird... Ich sag euch, Leute, ich habe noch zwei Leben, ne? Na gut. Das muss ich mal einteilen, irgendwie. Ein Pilz und... Oh! Leben! Geil! Okay, wir werden hier nicht an Death-Tod sterben schon mal. Das ist sehr schön. Danke, Spiel. So, jetzt die ganz langsam wie Tarzan schwingen. Oh, ja, 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 ja. Oh, wow, das war voll skillig. Okay, nochmal. Komm, das schaffen wir nochmal. Wir sind richtig gut gerade, ey. Richtig. Wir sind fast vom Tod. Scheiße, das war knapp. Das waren wirklich heiße Sohlen. Hier gibt's nix, oder was? Nix? Ah, doch, Leben wieder. Oh, geil. Ich hab wieder Leben. Ich lebe. Ich hab 5 Leben, ey. Genial, ey. Und ein grüner Ring. Luigi, willst du mich heiraten? Nimm den Ring an dich. Okay. Oh. Das war jetzt... Scheiße. Und wieder ein heißer Hintern. Mann, das Spiel hasst mich. Das mobbt mich so extrem, Leute. Das glaubt ihr gar nicht, ey. So, und hier raus. Wow, 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 wow. So, Leben wieder mitnehmen, weil wegen... Wir nieden das. Wir brauchen das so unbedingt, ey. Aber man ist instant tot, wenn man da in diese Lava-Vulkane, wollte ich gerade sagen, in diese Lava-Berge reinjumpt. Das ist nicht so schön. Deswegen nicht zu empfehlen, meine Freunde. Nicht zu empfehlen. So, und wieder hier. Boah, Alter, war das knapp. Das war knapp. Und hier darf ich jetzt gar nicht. Achso, hier ist ein Leben. Nicht verbrennen, nicht verbrennen, nicht verbrennen, nicht verbrennen, nicht verbrennen. Nein! Och Mann, wenn ich Game Over gehe, habe ich ein Leben weniger. Das ist scheiße. So, den grünen Ring jetzt. Oh, willst du mich heiraten? Oh ja. Danke, Luigi. So, und jetzt. So, wie kriege ich den da vernünftig? Okay, den ist jetzt weiter unter. Und hoch. Und eine Feuerblume. Nice, scheiße. Sehr schön, dann haben wir jetzt mal eine Waffe. Endlich. So, was haben wir da?
Ich glaube, dort ist ein Secret. Oder es sieht so Secret-mäßig aus, so ein bisschen, oder? Ich versuch's mal dahin zu gehen. So, und jetzt dahin. Und jetzt hier rein. Ha! Nein! Nein! Oh, Mann! Ich bin so dämlich. Von was bin ich jetzt eigentlich gestorben? Von der Lava vor mir oder hinter mir? Ich glaube von der Lava. Nee, über mir. Nee. Aber ich hab's gesehen. Ich hab mal gesehen, ah, da ist eine kleine Lücke, da kann man durch und... Ne? Da hat das Skill bewiesen, der Junge. Deswegen. So, Leute, nach einem kurzen Cut geht's auch schon wieder weiter hier bei Iggys heiße Sohlenfestung. Ja, gucken wir mal, ob das irgendwie geil wird oder ob das irgendwie voll scheiße wird. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es jetzt noch geiler wird, weil in einer kurzen Pause ist es immer voll komisch. Wow, 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 also es fängt schon gut an und Tarzan, der schwingt sich hier durch seine Lassos, wollte ich gerade sagen, ey. Durch sein Lasso, ey. Sieht alles spektakulär aus, aber es ist eigentlich alles random. Es ist einfach nicht gewollt, alles, was ich hier mache. Deswegen, also falls ihr jetzt denkt, oh, Zero, das ist so übermäßig Skill hier, wie du die Green Coins einsammelst und die rote Blume da perfekt hinlegst. Ne, das ist alles Skill. Lebt die noch, die grüne? Ne, meine Blume ist geschmolzen, wie es aussieht. This is not good. Und meine Starcoin. Oh Gott, und da unten ist bestimmt der Luigi. Den werde ich mir jetzt holen. So, Feuer, geh weg. Und jetzt Tarzan-Action. Lalalalalalala. Hier ist... Scheiße, hier ist er doch nicht. Oh Gott, wieder hoch. Ist er hier irgendwo? Okay, Leute, eure Aufgabe. Sucht den Secret Read oder ist er irgendwie am Boden? Ne, ist er auch nicht. Das ist evil. Wo kann der sein? Hä, der muss doch da unten sein. Da ist doch nicht umsonst so ein Felsvorsprung, oder? Ich probiere es nochmal aus. Komm, da muss doch was sein. Hier ist nix. Okay, da sind wir nix. Oh, ich hab noch 10 Sekunden. Wow. Wow. Ich soll mal auf die Zeit achten so ein bisschen, ne? Das ist schon... Jetzt haben wir 1-1-1-1. Ich glaube, die Illuminaten haben hier gelevelt. Gespielt. Da ist der verrückte Iggy. Der Iggy, der mit seiner Palme auf dem Kopf. Und den werden wir jetzt kaputt schlagen. Beziehungsweise seine Palme werden wir abfackeln mit unseren Fireballs. Mit meinen Balls, ja. Mit meinen feurigen Bällen werden wir ihn jetzt kaputt klatschen. Genau. Das hört sich auch super männlich an. Wie er da rumtaumelt. Ah, was macht er? Da wird irgendwas mit... Genau, Lava und sowas. Ne, da kommen doch solche Lava-Monster, ne? Genau. Wie fungiert das nochmal? Die kann ich nicht töten. Er kommt jetzt irgendwann runter und dann kann ich ihn... Yo! Was geht mit dir ab? Zack, genau. Kann ich auf ihn raufspringen? Ich glaube, der war scheiße, der Boss. Ich glaube, den kriege ich nicht hin. Allgemein wegen dem Zeitdruck schon. Nein! Okay, du kommst nur noch unten. Kommst du auch oben irgendwann? Ne, du kommst nur unten, ne? Scheiße! Und Kaduz! Aha! Der ist ja doch popeleicht! Den krieg ich sogar hin, ey. Das heißt schon was. Wenn ich den hinkriege, ne? Aber dann kriegt den jeder von euch fünfmal hin, ey. So, komm schon. Jetzt geht er raus! Nein! Nein! Er kommt wieder! Er hat mich voll verarscht! Und oh, wow, wow, wow! Gepoundet hier, ey. Richtig extrem. Richtig gut. Deswegen nach einer kurzen Pause geht's auch hier gleich wieder. Ne, da hat er auch wieder Skill. Der hat auch wieder... Anführungsstrichen Skill. Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, wo war da der Secret Luigi? Das würde mich echt interessieren, weil ich finde die doch so ein bisschen geil, so das Feature, dass man die suchen kann. Und da ich die nicht finde, ist es ein bisschen armselig. Und da steht immer in den Kommentaren, ey, Zero, bei Minute 11:33, ne, da, wo du dich total aufregst, da war der Luigi. So ungefähr wird das dann aussehen, ungefähr in den Kommentaren, hoffe ich mal. Deswegen, ihr macht schon super Arbeit, ey. Ich finde das echt extrem geil, wie das Projekt abfeiert, ey. So, speichern, beendet. Und da geht's auch schon in die neue Welt. Und zwar ein bisschen schokoladiger. Und zwar die Candesmin. Deswegen, das war eine sehr geile Welt, glaube ich. Ich glaube, die war nicht so schwer. Gucken wir mal, ob es jetzt schwerer wird oder ob es jetzt irgendwie... Naja, es kann nicht schwerer werden. Oh, der der pinke Bowser. Genau, der von der anderen Seite der Macht. Tiefer Fall am Fuzzy-Felsen. Okay, was machen die denn? Die gehen hoch und runter. Okay, sonst nix. Nö. Ach, man muss jetzt dieses Level so hochgehen oder was? Aha, und hier haben wir einen Mini-Pilz. Den habe ich versaut. Geil. Geil. Aber sonst ist hier nichts. Irgendwie. Ach doch, Power-Up gibt es trotzdem. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wow! Ist hier unbedingt Starcoin vielleicht? Nee, hätte ich jetzt gedacht, aber. Dass hier vielleicht eine Starcoin wäre. Yoshi vielleicht auch nicht. Hm, interesting thing. Gucken wir einfach mal weiter, ob hier vielleicht irgendwo
was Nützliches sein könnte. Da ist die erste Starcoin auf jeden Fall. Das schon mal. Und da ist die Mini-Röhre, ne? Jawohl, ist klar. Die holen wir die am besten ganz skillig. Bam! Oh! Bin ich durch den Fuzzy gestorben oder durch den Cooper? Das war armselig, ey. Das war so schlecht, ey. Meine Haare sind auch noch durch den Wind und... Ja, ich bin Vicky, das haben auch schon Leute geschrieben, ey. Ich mach Daumen mit der Nase so, weil meine Nase mir juckt, ey. Und alle sagen, hey, Vicky, hast du eine Idee? Oh Gott, ey, das war auch so geil. Ah, chillig, ey. Ihr seid die besten Leute, ey. Hey, Zero, der Vic-Hanger. Er packt das Segel an, oder wie das hieß, ne? Ich weiß es schon gar nicht! Oh, da ist er gestorben, ey. Gar nicht mehr, wie das ging. Ja, ich bin auch hier Vicky am Ohr, ne, deswegen. Das ist so schlimm zurzeit, es ist so warm, Leute, ey. Es ist krass, ey. Es sind 14 Grad hier, ich schwitze mich zu Tode, natt. Es regnet draußen im Ström und es ist Gewitter, ey. Das ist so schrecklich, ey. Im letzten Partner, ich habe mir den angeguckt, den habe ich vor einer Woche aufgenommen oder sowas. Sag ich, ja, oh, hier, Sonne, Sonne, ne, und jetzt hier, boah, Alter, Leute, das Wetter ist... Ach, der kann Wände hochlaufen. Was ist das denn für ein kranker Spacken? Der kann... Yo, der kann... Nein, nein! Wow, oh, oh. Der hat mich trotzdem erwischt! Ich hab ne Idee! Mann! Mann, tiefer Fall am Fuzzy-Felsen. Zurzeit fallen die Fuzzys nur auf mich drauf, ey, und ich falle nicht. Okay, jetzt kommt Skillomania, meine Freunde. Oder meine kleinen Freunde, wie ihr bald... Ja, jetzt meine kleinen Freunde des Asian. Deswegen, das werdet ihr noch bald in einem neuen Insider-Projekt sehen, beziehungsweise dann werdet ihr den Witz verstehen, warum ich meine kleinen Freunde sage. Ne? Deswegen, das wird... Wow, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, der kleine Fuzzy da. Was ist das eigentlich? Ist das so Tintenklecks oder was ist das? Ich hab's nie verstanden. Wo lande ich eigentlich jetzt? Oh, perfekt, ey. Like a Boss. So, und jetzt hier lang. Damn! Sehr schön, vielleicht ist hier ein Secret? Secret? Ne, hier ist kein Secret. Hier ist gar nichts. Außer ein paar Blöcke. Vielleicht ist da was Nützliches drin. Ein Up. Das brauche ich, ja. Das habe ich nötig. Obwohl, ich sterbe doch gar nicht so oft. Okay, wie komme ich da jetzt ran am besten? Gehen die auch weg oder kann ich mir Zeit lassen? Ich glaube, ich lasse mir Zeit jetzt erstmal. Oh, treff doch mal! Das ist wie auf der Toilette. Da treffe ich auch... Was? Doch. Da treffe ich auch immer. Oh, noch ein Up. Und noch eins, komm. Die brauche ich doch gleich, weil ich gleich durch Zeit tot sterbe, weil ich hier so viel Zeit verschwende. Und jetzt muss ich die Laps doch einsammeln, ne? Wunderbar hier, ey. Zack! Und noch eins. Also vielleicht schaffen wir die 99 Leben noch in diesem LP. Das läuft hier auch wohl selber nicht. Ich auch nicht. Mit Vision. Und hoch. Und Starcoin. Bams. Wir hatten die Starcoin. Wir hatten sie. Aber nicht ganz. So, ich will noch zwei Level schaffen, meine Freunde. Das wird krass sein. Ich bin da schon eine Stunde am Aufnehmen, ey. Und davon ist eine Stunde Fail gewesen. Also, falls ihr euch jetzt fragt, warum Limonaden-Dschungel irgendwie zwei Level schon gemacht worden sind. Das liegt daran, weil der Zero so gut war. Ne? Er hat aufgenommen auf einmal richtig geile Parts. Das waren richtig gute Parts. Richtig schöne Rage-Crits. Richtig schöne Freakouts. Und, ne? Und dann auf einmal... Bam! Warum läuft da keine Aufnahme? Don't know. Ja, das war so ein bisschen so scheiße. Deswegen, hast du das schon eine Stunde fast aufgenommen, ne? Für zwei Level, weil wegen die Level waren richtig geil. Besonders diese Sumo-Ding da auf der Brücke, ne? Vielleicht mache ich das nochmal. Vielleicht mache ich das nochmal, wenn ich Lust dazu habe. Weil ich hatte da gerade gar keinen Bock mehr zu. Weil, naja, Leute, das wollte ich mir nur mal antun, weil ich habe mich da gequält. Gequält habe ich mich da. Deswegen, aber das wollt ihr nicht erleben. Das war schlimm. Deswegen, ich habe jetzt noch die Facecam-Aufnahmen davon, aber was bringt das ohne Spiel und Ton und... Hey, wunderbar. So, vielleicht kriegen wir das ja jetzt hin. So, Fuzzy, Klatsch. Ach, hier kann man hoch. Ich wusste es. Ich wusste es. Und das Secret Luigi. Pixel. Jawohl. Jawohl, du, das ist ja wunderbar. Yo, was geht mit euch ab? Was geht mit euch ab? Ja, die sammle ich bestimmt nicht, Alter. Mit dem Kleinen hier. Mit meinem Kleinen. Luigi natürlich, ne? Nicht, dass ihr was Falsches versteht. 20 Sekunden noch. Schnell! Renn! Nein! Oh, Mann! Ich krieg eigentlich gar nichts gebacken hier. Ich habe aber 11 Leben, also das ist weit entfernt vom Game Over. Weit entfernt.
Wir haben den Luigi gefunden, wir haben alle Starcoins drin gehabt. Und nein, den werde ich jetzt nicht nehmen, den Mini-Pilz, weil der ist einfach nicht mein Style. Wir nehmen jetzt den großen Pilz. Und jetzt rennen wir hier durch, weil wir noch ein anderes Level sehen wollen. Und das bitte auch noch heute. Invasion, ganz schnell hier durch. Einfach, weil ich jetzt will. Und ja, deswegen, das wollen wir jetzt. Oh, verdammt, nicht gekriegt. Schade. Schade. Wie soll man das denn, wie soll man die denn holen? Ja, die hole ich bestimmt nicht hier, hey. Dann bin ich noch 5 Jahre am Level dabei. Dann nehme ich auf. Keine Ahnung, ich habe keinen Timer gestellt. Seht ihr schon, keine Aufnahme, kein Timer, kein nix. Das ist ganz professionell, was ich hier mache. Das kann kein anderer so wie ich. Andere setzen sich hin, eine Stunde Vorbereitung. Und ich, na komm, klatsch, fertig, Aufnahme und fertig. Deswegen, was haben wir hier denn noch? In der Kehle des Stachelfisches. Oh, ne. Ist das nicht dieser hässliche? Unter Wasser? Ich glaube, das war doch über Wasser dasselbe, oder? Das ist jetzt unter Wasser oder was? Ne, das ist in der Höhle. Oh, der strippt die Dancer. Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Oh Gott. Der strippt die Dancer. Ja, super, Luigi. Da hast du wieder gezeigt, was du kannst, was du gelernt hast in deiner Ausbildung als professioneller Strip-D-Tänzer. Was haben wir hier unten? Ist das ein Secret? Nee, schade. Hätte ich jetzt gedacht. Wäre ein schöner Ort für ein Secret gewesen. Ja, du Stachelfisch, ey. Du Punker, du. Lass mich doch einfach in Ruhe, du. Und du Pappmaschikrebs da. Wo hat der mich bitte getroffen? Ich weiß es nicht. Egal. Okay, die sind ganz doof versteckt. Da muss ich ganz doof jetzt springen und... So. Perfekt gesprungen wie ein Boss. Und das war fast auf seinem Kopf. Naja, der hat mich fast erwischt, glaube ich. Deswegen. Wow! Secret! Geil! Also, ihr seht schon. Ich glaube, das Level nenne ich Secret Hunter, Alter. Secret Hunter. Richtig. Ja, ich habe eine Idee. Mann, das wird voll der Insider, dieses LP, ey. Du hast eine Idee und ich spucke hier total über ein Gamepad, ey. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für einen knackigen Part heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh my goodness, this is amazing. Nuts.